Servus Leute, herzlich willkommen. Heute gibt es mal wieder einen kleinen Erfahrungsbericht und zwar über mein erstes Mal Alprazolam bzw. Xanax bzw. im späteren Verlauf auch nochmal über meine allgemeine Erfahrung mit Alprazolam. Diese Story geht nämlich um einen krassen Absturz. Ich hatte eigentlich auch einen vergleichsweise genauso krassen Absturz, ebenfalls mit Xanax. Also Freunde, Xanax sind Medikamente und man sollte sie auf jeden Fall nicht als Drogen missbrauchen. Ich möchte mich hier nochmal anmerken, dass ich mich natürlich von jeglichem Drogenkonsum distanziere und niemand dazu aufrufen möchte, Drogen zu konsumieren. An dieser Stelle mache ich auch nochmal Werbung für meinen Instagram-Account. Ich verlinke euch den mal in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall vorbei. Da gibt es Bilder und Videos zu den ganzen Stories und allgemein mehr Einblicke in meinen Alltag als Teekonsument. So, beginnen wir jetzt einfach mal direkt. Und zwar habe ich einen Blister mit 15 Xanax-Pillen gehabt. Den hat mir der gute alte Weedman in der Schule mitgebracht. Das war, glaube ich, im August oder kurz davor. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und da hat er mir eben diesen Blister mitgebracht mit 15 Xanax. Jede Pille hatte 1 Milligramm. Und ich habe mich dann ein paar Tage später mit der Freundin aus der Tramadol-Story getroffen. Die ist dann zu mir nach Hause gekommen. Davor ist nicht so viel passiert. Wir haben, glaube ich, gar nichts groß gemacht. Wir haben dann irgendwann 2 Milligramm Xanax genommen. Und dann haben wir uns auf dem Weg zum Bahnhof gemacht, weil wir waren eben noch mit Stony und ein paar anderen Kollegen von mir verabredet. Unter anderem einen Kollegen, den ich jetzt einen Namen geben werde, und zwar dem Obstlieferant, weil der wird auch nochmal in einer anderen Story auftauchen und in der Zukunft vielleicht auch nochmal in mehreren, man weiß es nicht. Und wir haben uns dann erstmal auf den Weg Richtung Bahnhof gemacht. Auf dem Weg dorthin bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, Alkohol zu kaufen, ein Sixpack Bier. Und wir sind dann zum Bahnhof gelaufen. Ich habe dann erstmal 2 Bier getrunken und ich glaube, sie hat auch 2 Bier getrunken. Und ab da ging der ganze Spaß dann los, weil ich kann mich an die Zugfahrt nicht mehr erinnern. Ich möchte hier nochmal explizit hinweisen, dass ihr auf gar keinen Fall Xanax mit Alkohol mischen sollt oder allgemein jegliche Drogen mit Alkohol oder halt eben auch Medikamente wie Benzos, weil das kann sehr, sehr gefährlich werden und eben genau zu dem führen, was mir widerfahren ist. Ich habe allgemein an dem Abend einen sehr, sehr ungesunden Konsum betrieben. Ich meine, es gibt Safer-Use-Regeln, an die ihr euch auf jeden Fall halten solltet, wenn ihr denn schon Drogen oder Medikamente konsumiert, wovon ich euch natürlich allgemein abrate, das zu tun. Auf jeden Fall sind wir dann in den Zug scheinbar eingestiegen und eben in die nächste Stadt gefahren, wo wir uns dann mit Stony, dem Obstlieferanten und meinen anderen Kollegen noch getroffen haben. Ich kann mich an den Weg vom Bahnhof zu diesem See, wo wir eben uns dann getroffen haben, nicht mehr erinnern. Wir haben uns dann mit den anderen eben bei einer Bank getroffen an diesem See und ich hatte wegen was dabei zum Rauchen, etwas legalen grünen Tee. Und dann hat der Obstlieferant oder Stony erstmal einen gebaut mit meinem Zeug und da haben wir dann eigentlich alle dran gezogen, außer 2 Kollegen von mir, wenn ich mich recht erinnere. Wie gesagt, Filmriss des Todes, ich kann mich an die Situation nur noch stückchenweise erinnern. Und wir sind dann, es war eben schon Dämmerung, also es ist schon dunkel geworden. Wir sind dann auf dieses Fest bei dem See hingegangen, weil das war eigentlich unser Hauptziel, auf dieses Fest zu gehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren da 2 Stunden, wurde mir erzählt. Ich kann mich an das Fest auch gar nicht mehr erinnern. Mir wurde auch erzählt, dass wir dann noch zur Tankstelle alle sind und einen Kasten Bier kaufen wollten. Das haben wir dann aber irgendwie nicht gemacht. By the way, die Wirkung von Alprazolam bei mir war, wie es eigentlich üblich ist, muskelentspannt, also muskelrelaxend ist, glaube ich, der Fachbegriff oder so. Also ich musste mich dann schon mehr darauf konzentrieren. Zum Beispiel, wenn man hochhüpft, musste ich mehr Kraft aufwenden, um genauso hochhüpfen zu können wie sonst. Also die Muskeln waren ziemlich entspannt. Genau, der Gleichgewichtssinn war auch gestört. Das war jetzt aber nicht so der negative Aspekt. Also es ist nicht so wie beim Betrunkensein, dass es alles sich dreht und einem schwindelig und schlecht ist. Das ist es nicht. Also man hat keinen Gleichgewichtssinn mehr so richtig. Also der ist schon deutlich gestört, aber man empfindet das nicht wirklich als negativ. Ich war auch deutlich enthemmter, also ich hätte beispielsweise sagen können, yo, ich schwimme da jetzt durch diesen See durch und ich hätte das auch durchgezogen oder wenn mich jemand blöd angemault hätte, hätte ich vielleicht mal nicht meine Klappe gehalten, sondern einfach gesagt, was willst du denn von mir oder irgendwie sowas halt genau. Aber ich wurde jetzt nicht aggressiver oder so, das kann man jetzt nicht ganz so mit Alkohol vergleichen, aber man kennt es vielleicht vom Alkohol, wie gesagt, man wird halt enthemmter. Was auch gefährlich werden kann, weil man halt dann vielleicht auf eine ganz dumme Idee kommt und das halt dann wirklich durchzieht. Ja, ansonsten, ich war halt echt ziemlich entspannt, war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. So, das kurz zur Wirkung. Die Freundin und ich sind dann auch mit dem Zug wieder heimgefahren. Ich weiß nur nicht genau wann. Also ich habe meiner Mutter, glaube ich, um 22 Uhr geschrieben. Wir sind wieder in der Heimatstadt, wo ich eben wohne. Aber wir sind dann eben auf das Schützenfest gegangen. Volksfest. Ich hoffe, das sagt euch irgendwas. Also bei uns heißt das Schützenfest. Das ist quasi das Oktoberfest, nur ein kleiner. Vielleicht kennt ihr das ja von euch auch. Genau, da sind wir beide dann eben noch hingegangen, waren dann
in einem Fahrgeschäft. Daran kann ich mich allgemein gar nicht mehr erinnern. Und ich hatte halt noch Gras dabei. Und ich weiß noch, dass die Freundin das dann für mich genommen hat und versteckt hat. Weil die haben nämlich beim Eingang die Taschen kontrolliert. Und ich hatte eben meinen Rucksack dabei. Und ich konnte den nirgends anders abstellen. Weil ich eben Angst hatte, dass das uns geklaut wird. Das weiß ich noch. Und sie hat dann das Gras für mich eben versteckt. Und dann sind wir in das Fahrgeschäft rein. Und dort hat uns dann eine Lehrerin von uns gesehen. Und die hat uns dann auch die Tage dann in der Schule mal drauf angesprochen. Und wir wussten nicht, was wir dann sagen sollten. Beziehungsweise sie hat eben die Kollegin da gefragt. Und sie wusste nicht, was sie sagen soll. Ich war da nicht im Unterricht mehr dabei. War auf jeden Fall eine ziemlich komische Situation, wenn die Lehrerin einen anspricht und man hat einfach gar keinen Plan, dass man da war. Wir sind dann auch irgendwie wieder heimgekommen. Was wir daheim gemacht haben, weiß ich auch nicht. Wir sind dann aber auf jeden Fall so gegen 0 Uhr nochmal rausgegangen, um Graffiti sprühen zu gehen. Da bin ich davor nochmal in die Garage und habe irgendeine Lackdose geholt. Dann sind wir mit den Fahrrädern zu einer Brücke hingefahren. Ich habe ihr ein Fahrrad von mir gegeben und haben die vollgesprüht. Das wurde, by the way, auch wieder übermalt von der Stadt. Das war mega ugly, das Graffiti, glaubt mir. Und ich hatte noch so eine Schablone dabei, eine Sprühschablone. Und da waren auch lauter Spinnen. Die habe ich dann mit der Schablone weggemacht. Und ja, dann haben wir das halt vollgesprüht und sind dann auch wieder heimgegangen. Daheim angekommen bin ich dann auf die glorreiche Idee gekommen, Ecstasy noch zu nehmen. Also ihr merkt schon, das war kein gesunder Tag. Also ich zähle mal kurz auf, Xanax, Ecstasy, Gras und Alkohol gemischt. Also liebe Leute, wenn ihr schon Drogen konsumiert, haltet euch an die Safer-Use-Regeln und nehmt euch auf gar keinen Fall ein Beispiel an mir, was ich an diesem Tag getan habe. Das Ecstasy hat dann auch angefangen irgendwann zu wirken. Ich kann euch die Wirkung nicht mehr allzu genau beschreiben. Ich weiß nur noch, dass die Kollegin und ich eben beide paranoid wurden. Wir hatten uns irgendwie auch eingebildet, dass eine dritte Person im Raum anwesend wäre. Ich habe das so richtig gespürt, dass da jemand Drittes ist, auch wenn da niemand Drittes war, aber ich habe das so richtig hart gespürt, das war ein unbeschreibliches Gefühl, aber dieses Mal eher im negativen Sinne, weil es schon etwas beunruhigend war. Wir haben dann angefangen auch noch ein paar Gespräche zu führen, ich kann euch die Themen gar nicht mehr sagen, ich weiß es halt nicht mehr, aber wir haben auf jeden Fall noch ganz gut geredet, wurde noch mal ein bisschen lockerer. Ja, haben einfach nochmal weggequatscht. Dann haben wir auch irgendwann noch einen Film geguckt und danach ist alles weg. Ich vermute mal, dass wir dann einfach schlafen gegangen sind. Am nächsten Tag ist dann meine Mutter runtergekommen, weil die Freundin musste am Tag irgendwie dann da wohin. Es war Sonntag dann. Und wir haben halt beide ziemlich fest geschlafen, was den Xanax zuzuschreiben ist auf jeden Fall. Das könnt ihr mir auf jeden Fall glauben. Also die Xanax lassen euch dann nochmal gut und ziemlich hart schlafen. Und dann musste meine Mutter runterkommen und uns wecken, was noch nie zuvor passiert ist, weil wir uns davor mal aufgewacht sind, zumindest sie immer, und das war dann schon etwas mies, weil dann auch meine Mutter eine Vermutung irgendwie hatte, dass wir was genommen haben, und ich glaube, ihre hat auch was vermutet, ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. War auf jeden Fall etwas blöd, sie hat mich dann auch darauf angesprochen, wieso wir dann nicht aufgewacht sind, und ja, das soll es jetzt im Großen und Ganzen auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir auf jeden Fall mal eine Bewertung da. Ich würde mich über ein Abo und einen Kommentar natürlich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.